Einen wunderschönen guten Tag, meine herzallerliebsten Sojasprossen. Da sind wir zu etwas Neuem. Und ich bin auch nicht alleine hier. Ich habe den Lars bei mir. Hi. So, und der hat diesmal sogar eine bessere Tonqualität als sonst, wenn er nur neben mir sitzt. Eigenes Mikro. Genau. Nur denkt dran, wie auch wenn wir normal skypen, nicht in das Mikro reinpusten. Entschuldigung. Ich wollte es dir nur mal sagen. Ach, ich möchte keinen Wirbelsturm empfachen. Genau. Ja, wir sind hier bei Fiesta. Ja, wir haben's. Wann haben wir es das letzte Mal gezockt? Also zwischendurch immer mal wieder, ich aber. Ich glaube, vor einem halben Jahr haben wir es mal wieder versucht zusammenzuspielen, haben dann aber gesagt, nee. Also es war irgendwann so um den Dreh, als der Joker rauskam, war das. Ja, danach nochmal. Der Joker ist ja, glaube ich, schon ein bisschen älter. Ja, ja, aber irgendwann so um den Zeitdreh, glaube so ein knappes halbes Jahr, nachdem der Joker rauskam oder sowas. Ja, jedenfalls, ich habe es damals angefangen, als es rauskam. Und dann kurz danach hast du, glaube ich, auch mit angefangen. Irgendwas, ja. Da, kurz dann hast du das ein bisschen. Und dann hattest du mich da irgendwie eingeführt und mir einen Account erstellt. Und ich habe dann Priester, weil du meintest, Priester wäre von Anfang für mich perfekt. Ja, das habe ich, glaube ich, nicht gesagt. Du hast den von dir selber aus erstellt. Danach habe ich dich nur immer Priester spielen lassen bei anderen Spielen, weil du den Priester in Fiesta konntest. Ja, aber so nach dem, was ich gehört habe, wie man den skillen sollte, habe ich den angeblich ja total verskillt, obwohl ich davon überhaupt nichts mitgekriegt habe. Aber ja, ich sag's mal so, wenn man damit zocken kann, dann ist das ja egal. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir dachten uns mal so spaßeshalber, zocken wir doch mal wieder zusammen ein bisschen Fiesta. Hm. Ja. Das macht mir ein klein wenig Angst. Vor allem die Musik, sie ist so, ah. Die Musik, ja, die Fiesta-Musik. Aber ich würde sagen, also ich hab mir dafür jetzt extra einen neuen Account gemacht, weil meinen alten wohl, weiß ich nicht, ob ich da noch drankomme und so, aber ist ja auch egal. Also ihr seht, alles leer. Willkommen bei Fiesta. Ich bin Teva, die Göttin der Hoffnung. Ja, toll. Naja, dann würde ich sagen, erstellen wir uns doch mal einen Charakter. Ach so, Kreuzritter gibt's jetzt auch noch, den kannte ich noch nicht, aber da braucht man 60er für. Genau, weil man musste ja unbedingt auch sowas machen. Genau. Also ich würde ja, normalerweise spiele ich immer Schurken, ne? Und das ist ja der Joker quasi. Aber in Fiesta spiele ich doch eher so einen ollen Bogenschützen. Also mit dem habe ich nämlich angefangen gehabt. Und ja. Was spielst du? Ja, ich bin immer noch am Schwanken, ob ich jetzt den Joker oder den Priester nehme. Also ich wäre ja für den Priester. Sagen, ja, wollte ich gerade sagen. Vor allem, weil wenn du jetzt einen Bogenschützen spielst und du mal in Bedrängnis kommst, kann ich dich notfalls heilen. Ja, ich weiß es auch nicht. Der Priester, der hält ja, glaube ich, auch ein bisschen was aus, ne? Oder? Ja, ich glaube, ich weiß es nicht mehr, wie das bei Fiesta war. Das Spiel fungiert sogar auch unter anderem notfalls als Off-Tank. Ich bin mir aber gerade nicht so sicher. Ihr macht ja auch nichts, aber auf alle Fälle kannst du mit dem Priester halt auch im Nahkampf ein bisschen mehr machen, als jetzt mit dem Joker vielleicht. Ja, ja. Also der Joker haut zwar, glaube ich, keine Ahnung, wie das bei Fiesta aussieht. Ich weiß nicht, ob der den größten Schaden raushaut. Nee. Auf jeden Fall, ich sehe gerade der Trigger. Der Krieger ist auf körperliche Verteidigung zwei Raster höher, aber an sich denke ich mal, ich nehme jetzt einfach mal den Priester. Also Jäger und Joker tun sich, was die körperliche Angriffskraft angeht, nichts, aber der Jäger krittet mehr. Also der ist kritisch höher. Okay. Dafür hält der Joker ein bisschen mehr aus und weicht ein bisschen mehr aus, so ja. Aber ich würde halt trotzdem sagen, ich spiele den Waldläufer oder Jäger. Waldläufer wird ja erst zum Schluss, ne? Siehst du ja unten rechts. Ja, richtig. So. Wobei, ich muss sagen, ich kenne den Unterschied zwischen Heiliger Ritter und Wächter nicht. Also, naja. Ja, ich glaube, so lange hast du auch gar nicht gespielt, nee, oder? Ich glaube, Kleriker war das weiteste, was du hattest, oder? Ja, ich bin, glaube ich, bis 52 und dann hatte ich irgendwann keine Lust mehr, weil, naja, einfach... Du kennst mich ja, was so RPGs online angeht. Ich habe gerade einen sehr coolen Bug, wenn ich den Krieger reinmache, dann habe ich nämlich kein Gesicht. Das ist natürlich sehr gut. Ja, das denke ich mir auch. Aber ich nehme jetzt den Jäger. Ich habe mir den jetzt auch schon zurechtgepackt. Ich hoffe, Öko ist... Ja, den Namen kann ich sogar nehmen. Schön.
Was wollte ich? Ja. Oh, man hat sogar eine neue Startrüstung zu dem letzten Mal, als ich einen Priester gespielt habe. Das ist natürlich, oh mein Gott, ich trage ein Holzkreuz um den Hals. Ja, hast du deinen Priester erstellt? Ja, ich habe ihn erstellt. Dann würde ich sagen, eintreten. Möchtest du das Tutorial wiederholen? Es gibt ein Tutorial? Das frage ich mich gerade auch. Seit wann gibt es das? Keine Ahnung. Aber eigentlich, wir kennen das ja eigentlich so. Ja, ich würde es aber trotzdem gerne nochmal spielen. Ja, okay, gut. Wollen wir irgendwie noch die Charaktererstellung bewerten, so Fiesta im Vergleich zu anderen Online-Spielen? Nee, Quatsch. Oder? Quatsch. Nein, nein. Es ist ja kein Let's Test oder so. Ich möchte. Ich weiß auch nicht mal, ob wir da jetzt ein Let's Play draus machen wollen oder ob wir es einfach da. Ja. Dabei belassen, dass wir jetzt einfach so ein bisschen spielen. Aber ich würde richtig sagen, bis zum ersten Klassenwechsel sollten wir dann schon spielen, Level 20. Ja. Ach, der 80 Tuse redet mit mir. Das habe ich gar nicht geguckt. Ja. Bewege dich per WASD und D und per linkem Mausklick. Okay, aber jetzt möchte ich erstmal danke, dass du mir geholfen hast. Mein Name ist Tina. Ja, das ist schön. Ich möchte es aber gerne in die Einstellungen hier. Weil ich möchte gerne. Oh, da wird's auf einmal weiß. Okay. Was geht hier? Lars, ich habe kein Bild mehr. Das ist schlecht. Ich hab noch Bild. Aber. Okay. Das macht mir jetzt Angst. Ja, ich würde sagen, wir machen mal kurz eine Aufnahmepause und regeln das mit den Grafikeinstellungen und danach sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, da sind wir zurück und ja, das hat jetzt auch geklappt mit der Grafikauflösung. So, danke, dass du mir geholfen hast. Mein Name ist Tina, ich bin hierher gekommen, um das im Tabardorf aufgetauchte Tor zu untersuchen. Du scheinst dich irgendwie von den anderen Abenteurern zu unterscheiden. Ja, okay. Und sie möchte mir Tee anbieten. Kann es sein, dass so ein ähnlicher Spruch einfach Standard in so ziemlich jedem Spiel ist? Du hebst dich von anderen ab und du bist was ganz Besonderes und es rennt eigentlich ja, 10.000 andere Spieler hier rum, aber... Es erklärt die mir... Okay. Und man kriegt jetzt hier so Hilfslinien, wo man hin muss zum Quest? Das, keine Ahnung, das kann vielleicht jetzt ein Tutorial sein. Ja, kann auch sein. Von mir kannst du auch Waffen und Rüstung kaufen. Aber ich bin Stufe 2. Ja. Okay, was sind denn jetzt meine Geschick, Stärke und Ausdauer brauche ich, ne? Ja. Ja, gut. Der Typ möchte mit mir. So, Shop. Ich soll jetzt hier einen Bogen kaufen, okay. Schuhe. Bla bla bla. Okay. Ja, dann rüsten wir uns mal aus. Ah, jetzt siehst du wie ein echter Abenteurer aus. Nun gut, sollen wir loslegen und mit der nächsten Untersuchung beginnen? Ja, machen wir das doch. Mit M könnt ihr die Gebietskarte öffnen. Und wo darf ich jetzt hin? Okay, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mir werden hier die ganze Zeit die Pfeile auf dem Boden angezeigt. Jo. Ja, bei mir jetzt gerade auch eben. Ja, gut. Tina, komm, red mit mir. Hier kannst du Steine kaufen. Kaufe einen Lebensstein bei Sera. Ja, machen wir das doch. Ja, die kennt man ja noch. Und die hat eine Quest für uns. Quest beginnen. Ja, möchte ich mir jetzt alles durchlesen? Nee, mach ich. Was müssen wir jetzt machen? Ah, Schleime töten. 3 Stück. Hurra, ganz toll. Ja. Und um ganz ehrlich zu sein, ich weiß nicht, wieso wir uns jetzt die Ausrüstung kaufen mussten. Früher war das ja noch so, wir mussten uns nichts kaufen. Und wir haben die Ausrüstung dann einfach durch Quests gekriegt.
Und hatten dann immer noch die 300 Kupferviecher. Ja, das ist eine gute Frage. Ich hoffe, das bleibt jetzt fürs Tutorium. Tutorial. Ja, scheiß drauf. Nein. Das wäre ekelhaft. Ich hoffe, das bleibt jetzt einfach mal so. Ja, weiß ich nicht. Also, wenn man auf Level so und so aus dem Tutorial kommt, das wäre auch ganz lustig. Ja, schon, aber. Ja. Ja, okay. Mal gucken. Wenn man die Sachen durch Quest kriegen würde, wäre schon cooler, ja. Nein, mir geht es einfach nur darum, weil früher hattest du dann halt noch das Kupfer vom Anfang. Ja, gut. Wenn du... Okay. Wo ist denn jetzt hier POS 1? Wo war das denn? Achso, jetzt kann ich ja... So. Hurra, wir sind in einem Pilzhaus. Wir sind. Ja, wir sind Mario? Richtig cool. Ja, wir sind bei den Schlümpfen. Oder so, keine Ahnung, ist mir scheißegal. Die wohnen auf den Pilzen. Mario frisst die ja nur. Ja, aber ich assoziiere Pilze in Spielen irgendwie immer mit Mario. Achso. Heilerin Sera. Belohnung, Tränke, ja. Quest beenden. Ja. Und Stufe 4. Hurra, wir haben Level-Ups bis zum geht nicht mehr. Aber das ist am. Hallo, ich wollte die Quest vielleicht noch abschließen. Tja. Ja. Quest beenden. Ich frage mich gerade, warum spielen wir das nochmal? Weil uns gerade sehr langweilig war und wir einfach nichts Besseres zu tun hatten und uns dachten, wir wollen einfach mal den Leuten so zeigen, wie Fiesta so ist. Aber da gibt's doch schon 1000 Leute von, die das machen, oder? Hi Tina. Da bist du ja wieder. Aber es gibt, glaube ich, nur sehr wenige Leute, die das in einem Together machen. Und weiß ich nicht, aber ich habe jetzt endlich hier so Skills? Ja, genau. Genau das wollte ich sagen. Und oh, wir müssen uns die Skills bei Vayne kaufen. Oh, Bienchen. Töte 5 Bienchen. Ja, dann töten wir mal 5 Bienchen. Also ich glaube, wir sollten doch lieber Dragon's Nest spielen. Dragon's Nest? Da kommst du jetzt früh drauf. Oh. Ja. Dann müsste ich mir Dragon's Nest, glaube ich, schon wieder runterladen. Weißt du was, wir machen jetzt einfach zu allen möglichen MMOs ein Anspiel und... freuen uns dann darüber. Ah, mal gucken. Ja, nur Dragon's Nest finde ich ein bisschen übersichtlicher. Und ein bisschen abgerundeter. Ich finde. Ich finde das Action-Kampf-System eigentlich auch dabei dann. Vor allem, ich finde, das geht schneller als Fiesta, weil ich habe gerade irgendwie den Eindruck, dass Fiesta ein bisschen langsam ist. Kann mir auch gerade nur so vorkommen, weil ich am Anfang bin, aber. Ja. Wette, da gibt's dann wieder ganz viele Kommentare. Ey, hab keine Ahnung, hast du nicht. Was ja, wir halt gesagt, an. Wir haben es ja halt lange nicht mehr gespielt. Richtig. Und wir spielen ja auch andere Spiele als Fiesta. Und ich zum Beispiel hab jetzt eine Zeit lang Aura Kingdom gespielt. Und da spammst du ja einfach nur die Spells hintereinander weg, weil die ja einfach keinen Cooldown haben und du kein Mana hast. Ja, man muss. Die Sache ist halt, man muss halt auch mit dem Vergleichen immer ein bisschen vorsichtig sein. Ja, klar, aber es kommt mir jetzt halt gerade nur so vor. Ja, das hatte ich aber bei Fiesta auch. Immer, weil du hast ja, sonst hast du irgendein Skill, hast du ja schon mal so am Anfang. Jetzt hast du ja erst auf Stufe 4, diesen ersten, also ich weiß nicht, was das bei dir ist, bei mir ist das so ein Schuss, der im Moment auflädt. Und dann hast du nur die Auto-Hits erstmal und das finde ich... Ja, ich habe jetzt als meinen ersten Skill direkt einen Heilungsskill gekriegt, was ich am Anfang dann vielleicht ein bisschen für den ersten Skill doof finde, weil ich dann halt trotzdem noch länger brauche, um die Mobs überhaupt zu töten, aber... Ja, du hast dann halt nur deine Auto-Hits, ne? Ja, eben. Ja. Na gut, was willst du machen, ne? Ja, jedes Spiel ist halt für sich einzigartig. Jedes Spiel ist anders aufgebaut und... Ja, das würde ich jetzt auch so nicht unterschreiben. Da gibt's genug Beispiele, die das Gegenteil beweisen, aber...
Ja, aber du weißt ungefähr, wie ich das meine. Ja, will ich das überhaupt wissen, was sie mir hier erzählen? Nein. Aber ich muss es mir angucken. Ich weiß nicht, hast du das auch schon? Bei mir kommt gerade so ein toller Dialog. Nein, ich habe jetzt gerade erstmal das letzte Bienchen getötet, also... Ja, dann kommt das gleich. Dann darfst du jetzt gleich auf den Steg laufen. Ja, ich spoiler dich jetzt. Oh mein Gott! Ja, das war ein bisschen laut, aber... Entschuldigung. Ist schon okay. Ja. Ja, ich überlege auch gerade, also wir haben jetzt das Tutorial... Es kommt auch ein bisschen scheiße, das Tutorial zu spielen und dann zu sagen, nee, wir haben jetzt keine Lust mehr. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob... Ein bisschen weiter sollten wir auf jeden Fall spielen. Ja, aber ich würde sagen, dass wir gleich, wenn hier bei mir dieser tolle Bildschirm vorbei ist und wir, wenn wir jetzt in Ruhm ankommen, wie das früher immer war, ich würde sagen, dann beenden wir die Aufnahme erstmal und gucken dann mal weiter. Ja. Würde ich jetzt spontan so sagen. Könnten wir tun. Ruhmen, ja. Das kennen wir doch. Also man sieht halt schon so ein bisschen... Oh, Leitfaden für Neulinge, okay. Also, hat sich da eigentlich an der Grafik irgendwann mal was getan? Gab es da mal einen Patch, der irgendwas gemacht hat? Irgendwas gab es da mal, ja. Und es gab... Und zum Beispiel die Laufanimation haben sie geändert. Mhm. Irgendwas an der Grafik hatten sie auch mal getan. Die haben auch, glaube ich, ein paar NPCs in Ruhm ausgetauscht. Zum Beispiel Händlerin Pei, weil die war ja ein bisschen sehr leicht bekleidet und hatte ja etwas sehr große Lippen und so weiter. Den Skin von der Fähigkeitenmeisterin, die wir gerade hatten, haben sie, glaube ich, auch geändert. Okay. Ja gut, oh, wir haben jede Menge Quests auf alle Fälle, aber das würde ich sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Und jetzt sollten wir uns erstmal als Freunde hinzufügen. Ja, könnten wir tun, ja. Wo ging das denn hier? Ich meine auf O oder F. F und dann auf Freund hinzufügen. Genau, Freund hinzufügen. Ich denke mal, du hast Psycheon wie immer. Ja, wie immer. Wie denn auch sonst? Ja, gut. Level 6, ja, ich würde sagen, ja, gibt's ja eigentlich, nee, Kanäle gibt's hier nicht, ne? Das ist eine gute Frage, ich habe keine Ahnung. Okay. Also, ja, dann würde ich sagen, Leute, guckt euch diesen wunderschönen Knaben hier nochmal an und ja, wir sehen uns dann in Minecraft, in Dragon's Nest, in Kingdoms of Amalur oder sonst wo wieder. Ja, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.